Ich fange mal mit einem Video an. Wenn es funktioniert. Ein Geheimnis. Das österreichische Amtsgeheimnis ist per se ein Geheimnis. Niemand weiß, warum es das gibt, aber alle halten sich dran. Es gibt jede Woche eine Wand, die sich Amtsgeheimnis nennt, hinter der sich Information verbirgt, die in Wirklichkeit nicht geheim ist, sondern geheim gehalten wird, weil die Bürokratie Kritik an der Bürokratie nicht hört. Das ist der wahre Grund. Schauen Sie, Österreich hat zwei große Probleme, die sind virulent. Das eine ist ein Korruptionsproblem, das andere ist ein Transparenzproblem. Und sie sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn man Letzteres ermöglicht, ein Transparenzgesetz, dann ist es ein wirklich aktiver und wichtiger Beitrag, um das andere Problem, das Korruptionsproblem, effizient zu bekämpfen. Das Gute an Transparenzgesetzen ist ja, dass es Beispiele gibt, wo es schon funktioniert, zum Beispiel in Hamburg. Dort kann man sehen, wie es geht. Man kann dort sehen, wie man Datenschutz gewährleisten kann und trotzdem öffentliche Ergebnisse öffentlich machen. Und der Effekt ist schon ein präventiver. In dem Moment, wo man in Österreich wüsste, dass öffentliche Geldflüsse ins Internet kommen und nachsehbar sind, wird Korruption extrem zurückgedrängt werden. Und das haben wir wirklich notwendig. Gut. Im Sinne von Andreas, discuss, define, discuss, decide, habe ich mir gedacht, ich lasse diese drei Herrschaften einmal die Grundproblemstellung definieren. Mein Name ist Josef Barth, ich habe die Initiative, die Kampagne Transparenzgesetz.at gegründet. Ich komme ursprünglich aus dem Journalismus, bin daher, wie die drei Herrschaften da oben, ein natürlicher Feind des Amtsgeheimnisses und widme mich diesem Hobby jetzt schon seit, glaube ich, fast 2 Jahren. Intensiv seit heuer im Jänner, wo wir versucht haben, das sogenannte Amtsgeheimnis durch eine Kampagne zu einem Transparenzgesetz abzuschaffen und umzuwandeln, weil wir der Meinung sind, dass es wirklich ein Problem gibt, nämlich mit viel zu wenig Information, die der Bürger aus der Verwaltung überhaupt bekommen darf. Das heißt, die Verwaltung und die Politik können Ihnen in diesem Land alles verschweigen, was Sie möchten. Es gibt eigentlich keine Notwendigkeit, Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zu beantworten. So zumindest der Gesetzes, so zumindest das interpretierte Gesetz. Was heißt das jetzt? Zuerst das Problem definieren und dann Antworten darauf zu finden, erinnert mich an eine Diskussion zwischen Peter Pilz und Heinz-Christian Strache, die mir jetzt einfällt, nachdem der Andreas diese einleitenden Worte gesagt hat. Das war eine Diskussion, wo der Strache wirklich laut polternd etwas von sich gegeben hat und Peter Pilz meinte dann darauf, Herr Strache, das ist die Lösung, die Sie da anbieten, ist ganz toll. Wir haben nur das Problem dazu nicht. Hier haben wir sehr wohl ein Problem, nämlich eines, das mit Informationen Politik gemacht wird. Sie kennen vielleicht diese Studie, die kürzlich durch alle Medien gegeistert ist. 70.000 Arbeitsplätze gehen angeblich verloren in diesem Land durch die Politik, die in den letzten Jahren gemacht wird. Das sagen die Zeitungen. Erstmals hat das Michael Spindlecker in einem Interview für die Kronenzeitung gesagt. Viele andere Medien haben das dann übernommen. Es wurde dann gerechtfertigt mit, es gäbe eine Studie des Finanzministeriums, wonach 70.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Entgang von Steuern und Kaufkraft, Abwanderung kostet 70.000 Jobs etc. Es hat fast CNN gebraucht, um zu sagen, 70.000 Jobs, really? Lustigerweise ist die gleiche Zahl in den USA ein Jahr davor ebenfalls durch die Medien gegeistert. In den USA weiß man auch, wo das herkam, nämlich aus einer Studie, die 3 Jahre alt ist, abgeleitet von einer Zahl, die es dort drinnen gibt, hochgerechnet, und der Professor selbst sagt, der die Studie verfasst hat, im Prinzip ist es bestenfalls ein Drittel dieser Zahl. Der Unterschied zwischen den USA und Österreich ist, dort wird diese Studie, können Sie diese Studien nachfragen, dort wird sie veröffentlicht. In Österreich nicht. Wir haben mehrere Wochen über diese Zahl diskutiert.
Die Plattform fragt den Staat, die sozusagen ein Side-Projekt unserer Kampagne ist, die der Finn Hametner eingerichtet hat als Spin-off quasi der deutschen Frag den Staat-Seite, ermöglicht es Bürgern, Anfragen an die Verwaltung zu stellen. Wenn die Verwaltung sie nicht beantworten will, dann braucht es darüber einen Bescheid. Das hat auch jemand gemacht ans Bundesministerium für Finanzen, gemäß Auskunftspflichtgesetz. Sehr geehrte Damen und Herren, im heutigen Morgenjournal habe ich gehört, dass es eine Studie des Finanzministeriums gibt, die Kostenkonsequenzen der Abwanderung von Konzernzentral untersucht. Diesem und folgenden Radiobeiträgen entnehme ich, dass es diese Studie gibt und von Ihnen in Auftrag gegeben wurde, ich hätte diese Studien gern gesehen. Worüber reden wir denn eigentlich? Die Antwort des Finanzministeriums war ganz klar, Anfrage abgelehnt. Ja, diese Studie wird nicht übermittelt mit Verweis auf die Amtsverschwiegenheit, dass nämlich gemäß Paragraph Artikel 20 Absatz 3 der Bundesverfassung im überwiegenden Interesse der Parteien keine Auskunft erteilt wird, mit einem kurzen Verweis. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass diese Studie nicht publiziert wird, da Namen und Unternehmen genannt werden, wird diese Studie aus Rücksicht auf diese Unternehmen nicht veröffentlicht. Wir suchen daher um Verständnis, dass wir Ihnen die Studie nicht übermitteln können. Das heißt, in dieser Studie, möglicherweise so dick, gehen wir davon aus, also eine Studie hat schon so einen Umfang, ne? Sollte sie zumindest haben, kommen einzelne Namen von Firmen vor. Das ist der Grund, warum Sie nicht wissen dürfen, warum wir über 70.000 Arbeitsplätze mehr oder weniger in diesem Land diskutieren. Interessanterweise, irgendwo gibt es ein Loch. Denn das Morgenjournal kennt Namen von Firmen. Heineken, Novartis, Nespresso, Nokia etc. Nennt das Finanzministerium. Ich gehe mal davon aus, dass das Morgenjournal /Ö1 hier keine unrichtigen Angaben macht. Das heißt, irgendwer aus dem Finanzministerium hat zum Morgenjournal gesagt, dass folgende Firmen betroffen sind. Also entweder haben wir ein Gesetz, das sagt, wir dürfen sowas nicht nennen, oder wir haben ein Gesetz, das sagt, wir dürfen sowas nennen. Aber das geht auf jeden Fall gar nicht. Ja? Wir sind der Meinung, sowas sollte man prinzipiell wissen dürfen, denn es kann nicht sein, sozusagen, dass eine Partei oder mehrere Parteien darauf aufspringen und sagen, wir machen jetzt Politik mit dieser Zahl und untermauern damit möglicherweise einen Saga des Wirtschaftskammerpräsidenten, von wegen abgesandelt und so. Das ist eine Prinzip-Einflussnahme auf Ihre Entscheidung, wen Sie bei dieser Wahl wählen oder nicht wählen. Denn sozusagen, Sie können diese Zahlen nicht überprüfen, Sie können sie glauben oder auch nicht, aber es wird Ihre Entscheidung beeinträchtigen zu sagen, ich möchte einen Wirtschaftsstandort der oder nicht oder wie auch immer. Es entzieht sich aber einfach der Nachvollziehbarkeit. Und das Interessante ist, die Wiener Zeitung berichtet, dass der ÖVP-Chef, Spitzenkandidat Michael Spindlecker, diese Zahl selbst genannt hat in einem Interview mit der Kronenzeitung. Auch interessant, er ist Außenminister, keine Ahnung, wo er die Studie aus dem Finanzministerium hat oder kennt. Also mit Informationen und der Kontrolle von Informationen kann ich Politik machen und das kann es eigentlich nicht sein. Wir sind der Meinung, der Bürger hat ein Recht zu wissen, denn Informationen gehören den Bürgerinnen und der Bürgerin und den Bürgerinnen und dem Bürger, nicht der Verwaltung. Die Verwaltung verwaltet sie nur, wie ein Kollege aus Deutschland einmal sehr schön gesagt hat. Das sind noch einige Beispiele, was Österreichs Bürger sonst nicht wissen dürfen, also von wer viele Vorzugsstimmen bekommt in einer niederösterreichischen Gemeinde zum Beispiel, dürfen sie nicht erfahren. In Kärnten durften sie bisher nicht wissen, was die Landesregierung für Inserate ausgibt, welche Fälle der Unvereinbarkeitsausschuss des Parlaments sozusagen dem gemeldet werden, dürfen sie als Bürger nicht wissen. Das sind alles Dinge, die zum Beispiel derzeit einfach nicht in Erfahrung zu bringen sind, nur exemplarisch. Ist das Österreich, ist das international üblich? Nein. Wir sind das einzige Land, in dem das Amtsgeheimnis in der Verfassung steht, und über 90 Länder der Welt haben sogenannte Informationsfreiheitsgesetze, Österreich nicht. Um ein solches haben wir uns bemüht. Das wurde dann sozusagen über Twitter erstmalig thematisiert, so hat sich die Sache gegründet, deswegen habe ich die drei Herrschaften auch am Anfang drinnen, die haben sich auf Twitter darüber unterhalten, was sie schon wieder nicht wissen dürfen. Und Grund ist folgendes, Artikel 20 Bundesverfassung. Denn seit 1919 steht dort, dass sinngemäß alle mit Aufgaben der Verwaltung betrauten Organe zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, wenn nichts anderes bestimmt ist. Und im nächsten Absatz steht, dass alle Organe ihnen Auskunft zu erteilen haben, soweit dem nicht eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht entgegensteht.
Das ist ein bisschen problematisch. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es gibt auch das sogenannte Auskunftspflichtgesetz, das Ihnen wirklich so tut, als würde es Ihnen ein Recht in die Hand geben. Das sagt, Auskünfte sind in solchem Umfang zu erteilen, der die Besorgung der übrigen Aufgaben der Verwaltung nicht wesentlich beeinträchtigt. Oder kurz, wenn es nicht zu viel Arbeit ist. Oder soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht ihm nicht entgegensteht, wie gerade gelesen. Oder sie braucht auch nicht erteilt werden, diese Auskunft, wenn sie offenbar mutwillig verlangt wird von Ihnen. Was jetzt mutwillig heißt, so sei es einmal dahingestellt, also wenn Sie mutig und willig sind, eine Anfrage zu formulieren, also es passiert einem eigentlich sehr selten, dass man jemanden, also eine Behörde was fragt. Mutwillig interessanterweise definiert der Verwaltungsgerichtshof als mutwillig handelt, wer sich im Bewusstsein der Grund- und Aussichtslosigkeit sowie der Nutz- und Zwecklosigkeit seines Handelns an die Behörde wendet. Oder in Kurzfassung, wenn Sie nicht denken können, dass Sie keine Antwort kriegen. Das ist das Problem. Das heißt, Sie können diesen Paragraphen auflegen, wie Sie wollen. Die Behörde gewinnt immer, wenn sie möchte. Deswegen haben wir diese Kampagne gestartet. Wir haben eine Online-Petition aufgesetzt. Die wurde dann innerhalb einiger Zeit von insgesamt 10.000 Menschen unterschrieben und unterstützt. Vorbild war dafür Hamburg. Dort hat man ein Konzerthaus gebaut, das angeblich 520, das angeblich 0 Euro hätte kosten sollen. Im Schluss waren es 520 Millionen. Da hat man ein gewisses Problem gehabt, diese Kosten plötzlich zu rechtfertigen. Dann sind die Bürger gekommen und haben gesagt, wo sind die Verträge? Und da ist man drauf gekommen, man sollte eigentlich nicht nur ein Recht auf Information haben, sondern ein neues Transparenzgesetz machen, was dort auch wirklich verabschiedet wurde. Diese 5 Punkte hätten wir auch gerne. Bei uns scheitert es aber schon am ersten. Ein Recht auf Information. Wir möchten sozusagen, dass die Bürgerinnen und Bürger ein umfassendes Recht auf Information durch die Verwaltung haben. Das heißt, wenn Sie eine Anfrage stellen irgendwo und sagen, Sie möchten das und das wissen bei einem Amt, dann sollten Sie diese Information auch bekommen. Derzeit durch die Gesetzeslage nur eingeschränkt möglich. Das zweite ist der Zugang zu Dokumenten. Ich möchte nicht nur wen am Telefon haben, der mir eine Zahl nennt. Ich möchte das Dokument haben. Ich möchte das Papier haben, in dem das schwarz auf weiß steht, damit es nachher keine Missverständnisse gibt und nicht, wenn ich das publiziere, irgendwo meinen Blog schreibe, dann irgendwer in der Verwaltung sagt, naja, vielleicht missverstanden worden, haben wir nicht so gemahnt, nein, habe ich nie gesagt, also, der Kollege ist ja kein Statistiker, der hat das wahrscheinlich falsch verstanden, etc. Ich kann es nicht beweisen derzeit. Ich habe den Zugang zu den Dokumenten nicht. Und den hätte ich gerne. Weil nicht, weil ich die Zahl wissen will, die da drinnen steht, sondern ich will auch die Begleitklauseln wissen, die da drinnen stehen. Das nennt man einen Freedom of Information Act, mehr oder weniger. Schon das allein wäre in den USA derzeit gang und gäbe, auf EU-Ebene eigentlich auch. Was das Transparenzgesetz ausmacht, ist die zusätzliche Veröffentlichungspflicht für Behörden. Das heißt, die Behörde soll von sich aus, möchten wir gerne, Verträge, wenn sie schließt, aktiv veröffentlichen müssen. Warum? Ganz ehrlich, wir machen das in unserer Freizeit. Ich nehme an, Sie haben auch anderes zu tun, aber niemand fragt dauernd an, ob denn die Behörde vielleicht ein neues Dokument wieder ausgestellt hat, ob sie einen neuen Vertrag geschlossen hat, ob man sich überlegt, das und das anzukaufen. Das würde ich gerne wissen in dem Zeitpunkt, wo Sie es machen. Warum auch nicht? In Deutschland gibt es dafür ein 30-tägiges Rücktrittsrecht der Behörde, damit, wenn wir alle kommen und sagen, das war aber jetzt ein Blödsinn, wurscht, was du gemacht habt, dann kann die Behörde zumindest sagen, super, danke für die Information. Wir werden nochmal Rücksprache halten mit dem Verkäufer, weil jetzt sind wir vielleicht klüger geworden dadurch. Niemand verliert das Gesicht in so einer Situation. Aber diese proaktive Veröffentlichungspflicht hätten wir gerne drinnen. Wenn man das proaktiv veröffentlichen muss, braucht es was? Es braucht irgendeinen Ort, wo man das veröffentlicht. Das heißt ein zentrales Online-Register, wo diese Dinge auf einer Adresse einfach online gestellt werden, wo ich schön durchblättern kann und schauen, was gibt es denn so Neues. Ja, mit dem Konzept werden seit ein paar hundert Jahren Tageszeitungen verkauft. Durchblättern, was gibt es Neues. Das könnte man eigentlich auch auf die Verwaltung umlegen und dann muss es natürlich noch jemanden geben, der kontrolliert, ob die Verwaltung auch wirklich all das einspeist, was sie einspeisen soll. Das ist der sogenannte Zentrale Informationsbeauftragte. In vielen Ländern ist er zusammengezogen mit dem Beauftragten für Informationsfreiheit und Datenschutz, damit es eine Person gibt, die gleich abwägen kann, macht das jetzt, überwiegt hier das Interesse des Bürgers oder der Bürgerin oder überwiegt das Interesse der Behörde an Geheimhaltung, / Datenschutz, der ja nicht verletzt werden soll. Und das kann er abwägen. Österreich hat so einen Beauftragten nicht. Nächste Woche ist die internationale Tagung der Informationsbeauftragten in Berlin. Da kommen weltweit die Beauftragten für Informationsfreiheit / Datenschutz zusammen.
Österreich hat unseres Wissens nach niemanden für diese Tagung gemeldet. Wahrscheinlich einfach nicht wichtig genug. Daraufhin haben wir gesagt, dann fahren wir eben selber hin und schauen uns das einmal an. Wir werden dann nächstes Jahr berichten, was wir da gesehen haben. Wie argumentieren wir das? Wir sagen einfach, im Prinzip können wir Verwaltung und Politik, an der wir alle 4, 5 Jahre mitbestimmen sollen, nur dann kontrollieren, wenn wir wirklich den Zugang zur Information haben und wirklich auch wissen, wovon hier gesprochen wird. Wir sagen, Informationsrechte sind Bürgerrechte. Denn wenn meine Wahlentscheidung dann irgendwann runtergebrochen wird auf, wer macht die bessere Wirtschaftspolitik, und die eine Partei sagt, ohne uns wären 70.000 Jobs nicht verloren gegangen, und die andere sagt, es sind gar keine 70.000 Jobs verloren gegangen, ich weiß nicht, wovon die reden, dann hätte ich gerne gewusst, wer hier im Recht ist. Dann würde ich das gerne nachvollziehen können, weil wie soll ich sonst meine Entscheidung treffen? Nur aufgrund von Sympathie sollten wir das ja eigentlich nicht tun. Wir haben versucht, ein kleines Team zusammenzustellen, wo wir Menschen an Bord haben. Heute der Markus Hammetner und die Katharina Felke sind hier. Wir haben Menschen an Bord wie den Walter Geier, den ehemaligen Chef der Korruptionsstaatsanwaltschaft, der durchaus aus der Verwaltung kommt und sagt, natürlich, das ist kein Problem, so sollte man machen. Man muss sagen, unter welchen Rahmenbedingungen, aber im Prinzip sollte die Verwaltung genug transparent sein. Und damit haben wir es dann auch in die Medien Es war geschafft. Ein Test unter 93 Staaten und Österreich kam dabei auf Platz 93. Überprüft wurde in all diesen Ländern die Gesetze, die das Amtsgeheimnis regeln und die Rechte der Bürger, von ihren Behörden Informationen zu bekommen. Und kein einziges untersuchtes Land stand da schlechter da als Österreich. Zwar steht in der Verfassung eine Auskunftspflicht für die Behörden gegenüber den Bürgern, aber die gilt nur, wenn dadurch das Amtsgeheimnis nicht verletzt wird. Und das steht auch in der Verfassung. Jetzt fordert eine Initiative ein modernes sogenanntes Transparenzgesetz für Österreich, damit Verwaltungsakten, Verträge und staatliche Dokumente für alle zugänglich werden. Und tatsächlich könnte so ein Gesetz bald kommen. Der Herr oder der haben vor dem Korruptionsuntersuchungsausschuss ja eher ein unschönes Bild der Beziehung zwischen Politik und Wirtschaft vermittelt. Ein Bild von Freundelwirtschaft, Mauschelei, Verhaberung, wohin man schaut. Also haben die Politiker jetzt wieder dieses Thema entdeckt. Die Transparenz klingt elegant und orientiert sich am Zeitgeist. Derzeit macht auch eine neue Initiative aus Medien- und Korruptionsexperten Stimmung für ein Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild. Also weg mit dem angestaubten Amtsgeheimnis, eher mit dem gläsernen Staat. Klingt elegant und orientiert sich am Zeitgeist, gefällt mir am besten. Wir haben das geschafft, zumindest mit dieser kleinen Petition das Ding mal auf die Agenda zu setzen und die Politik dazu zu bringen, reagieren zu müssen. Das hat man auch dann relativ schnell gemacht. Eine Partei wollte der anderen nicht gönnen, die erste zu sein, darauf aufzuspringen. Das ist völlig in Ordnung. Es haben sich beide, mit denen wir gesprochen haben, sehr engagiert, beide Regierungsparteien, und haben uns eigentlich versprochen, dass hier etwas passieren wird noch vor der Wahl. Sie sehen, es gab großes Medienecho diesbezüglich. Der erste Vorschlag, wie ein Transparenzgesetz auszusehen hat, dummerweise hat es nicht bis ins Internet geschafft. Der erste Vorschlag, der präsentiert wurde, auf den die Medien hier Bezug nehmen, den haben wir dann versucht, im Bürgerservice des Bundeskanzleramts abzufragen. Die wussten leider auch nur aus den Tageszeitungen davon, woraufhin sozusagen der Tweet kam, das ist typisch Österreich, dass der Entwurf zum Transparenzgesetz de facto Amtsgeheimnis ist. Man hat dann relativ zwischen den Parteien das ein bisschen hin und her gespielt, man hat sich gegenseitig den Ball zugeworfen, die einen wollten eine Enquete, die anderen haben gesagt, das braucht es nicht, die anderen haben gesagt, machen wir das doch gleich, die anderen haben gesagt, dann warten wir noch ein bisschen, da müssen wir noch, und in gewissen Fragen sind wir uns noch nicht ganz einig. Im Prinzip haben beide Parteien zu 90% den Dingen zugestimmt, die wir sozusagen vorgeschlagen haben. Und in 10% hat man dann ein wenig versucht, noch die eine oder andere Hintertür zu finden. So macht es zumindest den Anschein, wenn man den Ausgang des Ganzen kennt. Man hat dann versucht, das ein wenig liegen zu lassen. Man hat dann versucht, einen Entwurf zu bringen, der sagt, machen wir mal erste Punktation, ein bisschen unkonkret, schauen wir mal, was passiert. Franz Fiedler, der, glaube ich, ein unverdächtiger Zeuge ist, sozusagen auf hier sich zu wenig zu informieren, hat diesen Entwurf
gelesen, bewertet und seine Meinung dazu abgegeben. Und dann kam uns jemand zu Hilfe, von dem wir das eigentlich nicht gedacht hätten, just am Internationalen Tag der Pressefreiheit. Kam Niki Belakovic und hat gesagt, Pestizide, die möglicherweise Bienen töten können, Amtsgeheimnis. Das, also wie viel da in Österreich ausgeschüttet werden, das sagen wir jetzt nicht. Das hat uns dann wieder einen kleinen Auftrieb gegeben diesbezüglich und hat das Ganze wieder ein wenig auf die Tagesordnung rücken lassen. Organisationen wie Greenpeace und andere haben uns seither unterstützt. Und es hat es sogar so weit gebracht, an den Verhandlungstisch zu kommen oder zumindest am Verhandlungstisch, wo SPÖ und ÖVP miteinander verhandeln, unsere Meinung kurz abgeben zu dürfen. Und das ist jetzt mein zentraler Punkt. Am 22. Mai dieses Jahres wurde uns versprochen, dass am 12. Juni dieses Jahres die Verfassung geändert wird und eine Verfassungsbestimmung in Kraft tritt, die das Amtsgeheimnis abschafft und dem Bürger ein Recht auf Information verbrieft. Sie kennen diese Verfassungsbestimmung alle, wurde nie beschlossen. Am Tag, an dem diese Bestimmung in Kraft treten hätten sollen, ist nichts passiert. Ganz im Gegenteil, die ÖVP hat dann zurückgerudert. Wir haben an diesem Tag unseren eigenen Entwurf veröffentlicht und formuliert. Wir haben gesagt, es muss ein Recht für den Bürger geben, das wirklich in der Verfassung garantiert ist, dass ihm Zugang zu Akten, Dokumenten, allen sonstigen Informationen unabhängig von der Art ihrer Speicherung gibt. Dazu hat nie jemand etwas gesagt. Ja, einzig die Grünen haben das kommentiert, dass das für sie quasi die Grundlage ist, auf dem man sozusagen arbeiten kann. Die Regierungsparteien haben sich dazu nicht geäußert, ganz im Gegenteil. Plötzlich kamen immer mehr skeptische Stimmen an diesem Tag und die Sache wurde de facto abgeblasen am Tag, an dem man es hätte beschließen sollen. Und das typische Ende von so einer Geschichte. Wenn alles so bleibt wie bisher, dann freuen sich vor allem die Landeshauptleute in den Bundesländern, die Landesbeamten, die weiterhin alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen können und die ihre Gründe dafür haben, warum sie das unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Ja, man muss sagen, österreichische Politik ist ein vielschichtiges System und jede Schicht, die transparent wird, zeigt, was drunter ist. Das ist oft gar nicht so schön. Je transparenter es wird, desto mehr sichtbar Sachen, die haben nicht so, es ist ein bisschen, glaube ich, wie das Knackwurst-Geheimnis. Wenn das transparent wäre, was da wirklich drin ist, würden auch die Knackwurst weniger Menschen wählen. Also, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann sind wir in Österreich. Nein, war nicht das Ende. Keine Angst. Wir haben gesagt, wir lassen uns die Freude daran nicht nehmen, haben dann ein kleines Fest organisiert und gesagt, wir brechen Lanzen statt Worte. Das war auch wir haben regen Zuspruch sozusagen für die Sache weiterhin erhalten. Das Problem ist nur, man muss sich dann wirklich über Briefwechsel etc. zu Informationen quälen. Sie sehen hier, wir haben dann im Juli einen Brief geschrieben, zu sagen, liebe Leute, vor einem Monat habt ihr den Antrag zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses nicht veröffentlicht und der Antrag zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses ist de facto immer noch Amtsgeheimnis. Könnte man den einmal sehen, ihr wollt es gerne öffentlich diskutieren, ihr wollt es gerne Meinung dazu haben, könnten wir bitte eure Vorschläge haben? Und haben das mit offenem Brief ans Bundeskanzleramt und das Staatssekretariat im Innenministerium gemacht. Erst dann haben wir zwei Wochen später, also einmal ganz kurz danach und einmal zwei Wochen später Antworten bekommen, die müssten wir wieder analysieren etc. Es ist ein sehr schleppender Prozess und man hat irgendwie den Eindruck, dass es von der Politik eigentlich gar nicht gewollt ist, obwohl Gegenteiliges behauptet wird. Wir haben Antworten beim Wahlmonitor.at, kann man die nachlesen, die heißen, ja, wir wollen das haben, man muss nur gewisse Dinge noch berücksichtigen etc. Aber dass jemand sagt, hier liegt etwas wirklich im Argen, hier muss offensiv etwas passieren, hier haben die Bürger zu wenig Rechte, noch dazu vor einer Wahl, wo sie eine Entscheidung treffen sollen. Können sie sich ausreichend informieren? Fragezeichen. Den Eindruck hat man eigentlich derzeit nicht. Insofern muss eine halbjährige Kampagne dann in etwas Bleibendes übergeführt werden. Und wir haben eingereicht, das Forum Informationsfreiheit zu gründen. Wir sind drauf gekommen, wir müssen wirklich dokumentieren, jeden einzelnen Fall, der von Bürgerinnen und Bürgern beanstandet wird, der über eine Plattform wie Frag den Staat geht, um zu wissen, was gibt die Behörde für eine Antwort, welche Rechtfertigung versucht sie,
mit welchem Argumentarium wird die Sache zu Fall gebracht, und vor allem derzeit ist das alles noch mit extremen Kosten verbunden. Wir haben eine Anfrage laufen, die der Kollege Hamentner gestellt hat. Er hätte gern gewusst, welche Firmen bei den Eurofighter-Gegengeschäften auf dieser Liste stehen, wer diese tollen Gegengeschäfte alle gemacht hat. Wir haben eine Antwort bekommen, die sagt, na, sagen wir nicht, ist nicht. Wenn wir das Verfahren weiterführen wollen, kann das sozusagen sehr schnell in die drei- bis vierstellige Euro-Gegend gehen, was für die Einzelperson jetzt doch Richtung Monatsgehalt tendiert, und das kann es nicht sein. Es kann es nicht sein, dass ich mit dem Staat prozessieren muss, um die Informationen, die mir eigentlich zustehen. Es kann nicht sein, dass ich ein Gericht anrufen muss in erster Instanz, das mir sagt, ja, wir verhandeln jetzt Markus Hamentner gegen die Republik, und das müssen wir wirklich durchjudizieren. Das kann es einfach nicht sein. Darum wollen wir diese Änderung haben, darum werden wir das auch weiter betreiben. Wir haben festgestellt, dass es international, ich komme wieder zurück auf den Anfang, international Österreich, seit 10 Jahren einen sogenannten Right-to-Know-Day gibt. In Österreich hat man bisher nichts davon gehört. Deswegen haben wir gedacht, okay, den wollen wir nächste Woche mal veranstalten, 2 Wochen mal veranstalten. Der ist nämlich am 28. September, dieses Datum ist international festgelegt. Und wir sind der Meinung, wir haben ein Recht zu wissen, wenn Sie, ihr daran teilnehmen wollt, in 2 Wochen, Presseclub Concordia, kleines Frühstück, und wir freuen uns über jeden, der uns dort unterstützt. Ich bin noch in der Zeit. Fragen? Danke.